Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, die 5 Tage Babybrei Challenge. Ich werde von Montag bis Freitag nur Babybrei essen und bin gespannt, ob ich was abnehme. Ganz kurz zu mir. Ich bin Mami geworden, habe auch 6 Monate gestillt, wiege also. Ich weiß es gar nicht so genau, ich muss gleich auf die Wiege, auf die Waage. Und mein normales Gewicht ist 60 Kilo. Ich glaube, es müssten ungefähr 11 Kilo sein. Ich gehe mich mal kurz wiegen, bevor ich hier weiterrede. Oh mein Gott, ich bin dicker geworden. Ach du heilige Scheiße. Es sind 72. Oh mein Gott, es sind 72,5. Ihr habt es gesehen. 72,5. Ich habe auch eine Erklärung. Wir waren jetzt die letzten Tage in einem Chalet in Frankreich. Du, Achtung, das ist gefährlich, was du da machst. Und da habe ich natürlich richtig gefuttert und ist leider so. Also auf jeden Fall, ich wog vor 1,5 Jahren 60 Kilo. Dann bin ich Mami geworden. Bei der Geburt wog ich dann 83. Und mittlerweile habe ich auch ein bisschen abgenommen, seit er auf der Welt ist, bla bla bla. Ja, und jetzt habt ihr es gesehen, ich bin 72,5 Kilo schwer. Und deswegen die Diät. Es ist sozusagen auch ein Selbstexperiment. Ja, funktioniert es nicht. Ich habe auch ein ausgiebiges Video darüber gedreht. Könnt ihr euch gerne anschauen, was genau ich vorhabe und wie ich mir das Ganze vorstelle. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr wollt. Und falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann tut das sehr gerne. Denn da habe ich auch alles festgehalten und da könnt ihr auch mehr über mich erfahren und was ich so den ganzen Tag mache. Also wie ihr mögt. So, jetzt erstmal zu meinem Frühstück. Ich habe noch nicht mir so einen richtigen Vorrat zugelegt. Das muss ich heute auf jeden Fall nachholen. Ich muss heute einkaufen gehen. Nicht nur für mich einkaufen, Babynahrung, sondern auch für den Kleinen. Beziehungsweise nicht nur für den Kleinen, sondern auch für mich. Heute Morgen, also ich finde, es gibt wirklich sehr leckere, Preis. Ich habe jetzt hier einen von Hip. Und zwar ist das Guten Morgen Früchte Joghurt Müsli ohne Zuckerzusatz. Und ab dem 10. Monat. Und ich konnte schon rausfinden, dass die Sachen ab dem 10. Monat eigentlich gar nicht so schlecht sind, weil da sind mittlerweile auch so kleine Stückchen drin. Wenn die Kinder 4 Monate alt sind, dann ist das total püriert. Aber so ab 10 Monate sind dann so auch ein bisschen Stückchen dabei. Das heißt, ich habe was zum Kauen. Und in diesen Gläschen sind jetzt, wenn ich alles esse, 116 Kilokalorien drin. Ich werde mir auch den ganzen Tag aufschreiben, welche Töpfchen ich esse und wie viele Kilokalorien da drin sind und so und wie viel ich am Ende des Tages habe, weil egal wie viele Töpfchen ich jetzt esse und so, es darf nicht mehr als 1000 Kilokalorien pro Tag sein. Also 1000 Kilokalorien ist das Maximum, was ich an einem Tag zu mir nehme. Deswegen schreibe ich mir das auch auf. Jetzt schreibe ich hier 116 Kilokalorien fürs Frühstück. Und was ich mir erlaube, das habe ich in einem anderen Video auch schon erzählt, ist Kaffee und Milch. Und da zähle ich ungefähr 100 Kilokalorien, weil Milch hat ja auch ein bisschen was. Und ansonsten nur Babybrei. Ich wollte heute Morgen schon Rückzieher machen und dachte mir, komm, oh, scheiß drauf. Ich habe Hunger. Ich will Schoko-Krispies. Aber, nein, 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 das darf nicht sein. Ich muss auf jeden Fall ein paar Kilo abnehmen. Ich glaube natürlich nicht, dass ich 11 Kilo abnehme jetzt, nee, beziehungsweise 12,5. Aber, wenn es 4 Kilo sind oder 3, wäre ich schon mega glücklich, die 6 vorne zu sehen, also quasi in der 60er-Zone. Weil dann habe ich irgendwie so einen Ansporn weiterzumachen, weil ich schon so viel abgenommen habe. Und, auf jeden Fall gibt es jetzt für mich Guten Morgen Joghurtmüsli. Ich finde, das ist jetzt keine Bestrafung, ja. Mein Gott. Eigentlich muss ich langsam essen, ne? Mmh. Arthur, lecker. Mmh. 116 Kilokalorien. Ich bin schon überlegen, wie viel ich davon jetzt essen kann. Also, Frühstück ist serviert. Schmeckt gut und ich melde mich später. Hm? Guten Abend, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Aber mehr interessieren tut euch wahrscheinlich, wie es mir geht. Der Tag war lang und ja, der Magen knurrt. Das habe ich spätestens eine Stunde nach Mittagessen gemerkt. Ich habe mir dann etwas gegönnt. Habe ich ja gesagt, sowas ist erlaubt, ja. Das ist ein furchtbares Licht. Ich habe mir nämlich gekauft Mini-Dinkel-Zwieback.
Das gibt es übrigens auch in den Kinderregalen, deswegen habe ich das auch gekauft. Und zwar ist das ab dem 8. Monat und das habe ich mir mal erlaubt heute. Das ist quasi so, das war so mein Nachmittagssnack. Ein so ein Keks hat 15 Kilokalorien. Ich zeige euch mal, wie der aussieht. Das ist der Keks. Das ist eigentlich so ein Mini-Zwieback. Und wie gesagt, er hat 15 Kilokalorien. Und davon habe ich 5 gegessen. So, und jetzt gibt es für Arthur Abendessen. Und zwar werde ich ihm diese Schmelzblocken vorbereiten, Dinkelhafer. Das macht man mit 100 ml Vollmilch und 100 ml Wasser. Und dann rührt man die Flocken ein, lässt das aufkochen. Und danach rührt man noch ein bisschen Obst hinzu, damit das Ganze ein bisschen süßer schmeckt. Das ist jetzt hier Apfel mit Banane. Und so sieht unser leckeres Abendessen aus von mir und Arthur. Das ist also Dinkelhaferbrei mit ein bisschen Obstpüree, auch aus dem Gläschen. Und ja, dazu gibt es gleich noch ein bisschen Mandelmus und ein bisschen Wasser, wenn er möchte. Ja, und für mich gibt es gleich das Gleiche. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute Dienstag, das heißt zweiter Tag des Selbstexperimentes 5 Tage Babyrei. Und ja, ich hatte heute noch keine Zeit zu frühstücken. Wir haben jetzt 11.35 Uhr und das werde ich jetzt tun. Heute gibt es ja so ein kleines Hip-Gläschen, ich zeige es euch gleich. Aber vorher wollte ich natürlich noch auf die Waage. Gestern wog ich 72,5 und heute... Gestern also 72,5 und heute wiege ich 71,9. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe mich vorher gewogen und ich wog 71,6. Die 300 Gramm sind jetzt die Kamera, die ich natürlich in der Hand habe. Ihr habt es gesehen, 71,6 Kilo also. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt werde ich Frucht und Getreide essen, Apfel-Bananen-Müsli ohne Zuckerzusatz von Hip. Der schmeckt eigentlich richtig gut und was ich gut finde ist, da sind so kleine Stückchen drin, weil es schon ab dem 8. Monat ist. Und genau. Heute Mittag gibt es übrigens, habe ich gekauft, Kartoffeleintopf. Das sind auch die etwas größeren Töpfchen und zwar sind da 250 Gramm drin. Und das Töpfchen hat jetzt 179 Kilokalorien und das ist ein Kartoffeleintopf, komplette Mahlzeit steht da drauf, ab dem 12. Monat. Ich hoffe, das schmeckt gut und ich freue mich mega auf dieses Ding hier und ja, ich melde mich später. Hallo meine Lieben, guten Abend, wir haben Dienstagabend, es ist jetzt 18.30 Uhr und ich habe mega Hunger. Ja, es ist schon relativ hart, muss ich sagen, nach so einem ganzen Jahr Fressen ohne Ende. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, heute Abend Gemüse zu essen. Also quasi habe ich mir heute Nachmittag einen Kürbis gekauft und Kartoffeln und einen Apfel. Bio natürlich. Und habe vor, das heute Abend in kleine Stücke zu schneiden und dann im Wasser zu kochen und das dann quasi zu essen. Für Arthur würde ich das genau das gleiche Rezept machen, aber für ihn würde ich es pürieren bis zum geht nicht mehr. Ich werde es mir aber nicht pürieren, sondern in Stückchen essen, einfach damit man das Gefühl hat, man kaut auf was. Ich finde das irgendwie schon relativ wichtig. Aber da die Challenge ja ist, Babybrei nur zu essen, mache ich den Babybrei quasi heute selbst, aber eben nicht püriert, sondern in kleinen Stückchen. Und ich werde eben auch respektieren, dass man das Ganze überhaupt nicht würzt. Also kein Salz, also keine Gewürze. Ich tue nur ein bisschen Rapsöl dran, das macht man für Babys auch. Und ich respektiere natürlich auch die Menge. Also so ein Töpfchen für ein Jahr alt. Also es gibt Töpfchen zu kaufen für Kinder ab einem Jahr. Und die sind dann nicht 190 Gramm, sondern die haben dann 250 Gramm. Und diese Menge werde ich respektieren. Ich glaube, ich mache dann... ja, was ist das? Ich mache, was weiß ich, sagen wir mal, ich mache 120 Gramm Kürbis, 120 Gramm Kartoffeln und dann mache ich 10 Gramm oder 20 Gramm so kleine Äpfelchen geschnitten. Das ist ganz lecker, weil das ist noch ein bisschen süß und ja, das ist dann so mein kleiner Geschmack in dem Ganzen. Und ich freue mich auf mein Abendessen und ich habe mega Hunger und ich muss aber leider noch auf den Papa warten, weil... Der ist unruhig. Ich werde da nicht in Ruhe kochen können. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Mein Gott, ich sehe wirklich schlimm aus. Ich hätte mich mal ganz kurz schminken sollen. Aber ich sehe schon schlank aus, oder? Gesundheit!
So, hier ist mein Abendessen. Sieht sehr appetitlich aus. Das ist Kürbis, Kartoffeln und ein bisschen Apfelstückchen. Und hier habe ich heute Abend für den Arthur gekocht. Das ist eigentlich das Gleiche, aber püriert. Und das fülle ich jetzt gleich hier rein. Guten Abend, meine Lieben. Wir haben heute Mittwoch. Ein kleines Update für euch. Der Tag war lang und hungrig. Ich habe heute Morgen so ein Töpfchen gegessen. So, was war das? Apfel, Banane, Vollkorn, irgendwas. Heute Mittag habe ich mir wieder so einen Eintopf gemacht, allerdings mit Fleisch. Der war aber nicht gut. Und ansonsten habe ich noch so ein paar Zwiebacke gegessen. Hier diese kleinen Zwiebacke, die 15 Kilokalorien haben pro Stück. Und ich habe heute Nachmittag auch einen Brühwürfel getrunken. Ich glaube, das nennt man jetzt eine Sünde. Ich habe mir so einen Maggi-Brühwürfel genommen und habe den einfach aufgelöst in einer Tasse und habe das getrunken, so als Suppe. Weil das Mittagessen war doch sehr scheiße. Und das hat sehr gut getan, dieser Brühwürfel. Und heute Abend gibt es wieder so einen, also ich mache jetzt dem Arthur seinen Brei. Das ist so ein Schmelzflockenbrei, ja. Und den mache ich mir dann auch, ja. Heute Morgen habe ich mich ja gewogen. Da wog ich 71,3. Das Ergebnis ist scheiße. Ernüchternd. Aber es gibt ja immer diese Stagnation oder wie man das nennt, dieses Gewicht stagniert ja manchmal und das war wohl heute so. Aber ich hoffe mir morgen, ja, ein gutes Ergebnis auf der Waage, mal sehen. Morgen ist also Donnerstag, noch 2 Tage und ich bin echt froh, wenn es rum ist. Natürlich werde ich danach nicht irgendwie eine Pizza fressen oder zwei, nein. Ich werde auf jeden Fall mittags versuchen, mir einen leckeren Salat zu machen. Mit Hühnchen oder vielleicht auch ein bisschen Kürbis im Ofen mit Feta-Käse oder einen Tomaten-Champignon-Carpaccio. Mal schauen, was ich machen werde. Auf jeden Fall nichts richtig Fettes essen, weil sonst hat es ja nichts gebracht. So, ich melde mich morgen wieder. 70,6 wiege ich heute. Woohoo! Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Donnerstag, endlich. Und das ist mein Frühstück. Das ist jetzt ein Gute-Nacht-Brei, Milchreis pur ohne Zuckerzusatz. Und was soll ich euch sagen? Schmeckt scheiße ohne Zucker und Zimt. Aber morgen ist es ja vorbei. Also morgen Abend, also Samstag. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute Freitag, der letzte Tag. Und ich war heute Morgen auf der Waage und siehe da, ich wiege 69,9 und ich freue mich so sehr, diese 6 zu sehen vorne. Die habe ich ja jetzt schon seit längerem nicht mehr gesehen. Und zwar ist mein Frühstück heute Frühstücksporridge, Mango, Traube, Haferbrei. Mittags habe ich hier ein vegetarisches Menü, Gemüse, Risotto. Das Töpfchen ist ein bisschen größer, das hat glaube ich 250 Gramm, genau. Das ist mein Nachmittagssnack, Erdbeer und Himbeer in Apfel. Und hier sind diese kleinen Mini-Dinkelzwieback auch im Kinderregal zu finden. So ein Stück hat 15 Kilokalorien und abends werde ich mir Schmelzflocken machen, Dinkelhaferbrei. So, das ist mein Tag und ich melde mich natürlich morgen früh wieder. Und dann schauen wir final, wie viel ich wiege. So, meine Lieben, wir haben heute Samstag. Das heißt, die Diät ist vorbei und ich bin richtig froh. Heute Morgen habe ich mich gewogen und ich wiege 69,8. Ich bin richtig glücklich über mein Ergebnis. Ich wollte ja unbedingt die 6 sehen auf der Waage und das habe ich geschafft. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir nicht gleich eine Pizza reinhaue, sondern ich werde mich jetzt versuchen, die nächsten Wochen gesund zu ernähren.
Und eventuell auch ein bisschen nach dem Motto FDH, frisst die Hälfte, weil ich esse echt viel. Also wenn ich mal eine Pizza bestelle, das ist ja nicht verboten, dann versuche ich auf jeden Fall ein paar Stückchen übrig zu lassen und nicht die ganze Pizza zu essen. Denn ich weiß wirklich aus Erfahrung, ich habe es mir angeeignet, dass ich wirklich eine ganze Pizza mittlerweile schaffe. Aber es gab auch mal Zeiten, wo ich wirklich nur die Hälfte geschafft habe. Das ist einfach so, wenn man seinen Magen einfach daran gewöhnt, viel zu fressen, ja, dann verlangt er halt auch noch viel. Und ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich morgens normal, aber trotzdem gesund essen werde. Mittags auch normal, auch mit Kohlenhydrate, weil ich brauche das einfach. Ich kann jetzt nicht von 0 auf 100 ja, mich abhungern. Und werde aber auch auf Süßigkeiten verzichten und auf Plätzchen, auf Kuchen, bla bla bla. Und abends ab 18 Uhr werde ich versuchen, nichts mehr zu essen. Genau. Und wenn mal wirklich sehr viel Hunger besteht abends ab 18 Uhr, dann kann man sich ja so einen Brühwürfel nehmen und den auflösen. Ist in der Tasse, schmeckt eigentlich auch ganz gut. So, ich hoffe, ihr hattet natürlich Spaß bei meinem Experiment. Vielen Dank fürs Begleiten auch auf Instagram. Ihr wart ganz fleißig. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und nächsten Donnerstag gibt es dann natürlich wieder hier auf meinem Kanal ein Video. Und wer nicht so lange warten möchte auf ein neues Video, der darf gerne meinen Kanal Kochen mit Melodie abonnieren. Das ist mein Kochkanal, da gibt es jeden Montag ein neues Rezept. Und da werde ich übrigens auch gesunde Sachen kochen in nächster Zeit, also schaltet da unbedingt ein. Mein letztes Video ist da ein wunderbares, leckeres Avocado-Brötchen. Ich komme! Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch eine ganz tolle Woche. Hoffentlich bis bald und tschüss.